Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Kurz mal weg, wo wir Ihnen regelmäßig Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten und mehr vorstellen. Heute möchten wir Sie mit auf eine Reise in die Schweiz nehmen. Von beeindruckenden Wasserfällen über Attraktionen mit historischer Bedeutung bis hin zum ältesten Nationalpark Europas hat dieses kleine Land nämlich ganz schön viel zu bieten. Freuen Sie sich auf komplett unterschiedliche Sehenswürdigkeiten und entdecken Sie mit uns die Highlights der Schweiz. Um auch in Zukunft keine Reisetipps mehr zu verpassen, abonnieren Sie doch gerne jetzt schon mal hier unseren Kanal. Los geht's mit den besten Reisezielen der Schweiz. Der Rheinfall ist der größte Wasserfall Europas. Das Naturwunder befindet sich in der Nähe der Stadt Schaffhausen. Mit seiner beeindruckenden Höhe von rund 23 Metern und der gewaltigen Wassermenge von etwa 600 Kubikmetern, die pro Sekunde den Felsen hinunterstürzen, zieht der Wasserfall jedes Jahr zahlreiche Besucher aus aller Welt in seinen Bann. Die beeindruckende Kraft des Wassers bringt dabei nicht nur Naturliebhaber zum Staunen. Mit dem Berniner Express geht's entlang einer der spektakulärsten Zugstrecken der Welt. Diese Panoramazugfahrt führt mitten durch die Alpen und bietet dabei wirklich traumhafte Ausblicke auf eisige Gletscher, hohe Berge und malerische Täler. Die Strecke verbindet Chur in Graubünden mit Tirano in Italien und führt über den imposanten Berniner Pass. Diese außergewöhnliche Sehenswürdigkeit ist ein perfektes Ausflugsziel für alle, die die wunderbare Landschaft bei einer entspannten Fahrt mit der Bahn genießen wollen. Ein unvergessliches Erlebnis. Die Via Mala ist eine faszinierende Attraktion in den Schweizer Alpen. Ihre majestätischen Felswände und die historische Bedeutung machen sie zu einem Ort, der Besucher aus aller Welt anlockt. Obwohl sie einst eine gefürchtete Passage war, ist sie heute ein Ort der Schönheit und des Staunens, den Sie sich bei einer Reise in die Schweiz wirklich keineswegs entgehen lassen sollten. Der Schweizerische Nationalpark ist der älteste Nationalpark in den Alpen. Der berühmte Park wurde im Jahr 1914 gegründet und hat seitdem einen wichtigen Beitrag zum Schutz der alpinen Natur geleistet. Das Hauptziel des Nationalparks ist es, einen weitestgehend unberührten Naturraum zu erhalten. Die Natur darf sich hier also frei entfalten und die Tier- und Pflanzenwelt kann sich in ihrem natürlichen Lebensraum entwickeln. Es gibt zahlreiche Wanderwege, die Besucher durch diese beeindruckende Natur aus Bergen, Tälern, Mooren und Wäldern führen. Das Matterhorn gehört zu den bekanntesten Gipfeln der Welt. Es befindet sich an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien und erhebt sich majestätisch über die Region Wallis. Mit einer Höhe von 4478 Metern ist das Matterhorn ein beliebtes Ziel für Bergsteiger und Wanderer aus aller Welt. Bei den Sehenswürdigkeiten vom spektakulären Rheinfall über die einst gefürchtete Via Mala bis hin zum Klassiker, dem Matterhorn, ist für alle großen und kleinen Besucher ganz sicher was dabei. Verraten Sie uns doch gerne mal in den Kommentaren, welche der Destinationen Ihr Lieblingsreiseziel wäre. Die passende Unterkunft für Ihren Schweiz-Trip finden Sie übrigens auch bei uns. Gehen Sie dafür auf www.kurzmalweg.de und stöbern Sie durch unser buntes Angebot. Weitere Inspirationen und Reisetipps finden Sie zudem auf unserem Reiseblog. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.